Mein Wahlspruch hier für Maxdorf ist, in Maxdorf leben heißt wohnen zwischen arbeiten und erholen. Also wir sind hier, wie gesagt, in der Metropolregion eine wirklich sehr gut gelegene Ortsgemeinde. Wir haben hier die Metropolregion vor unseren Füßen Richtung Rhein und wir haben natürlich den Riesenerholungswert Richtung Harz, Richtung Pfälzer Wald, aber auch in unseren Heidewald hinein, sodass man hier mit schönen Radtouren und mit schönen Wanderungen auch die Natur, die Umwelt genießen kann. Man hat es noch nie intensiver erlebt wie jetzt zu Corona-Zeiten. Die Menschen brauchen die Natur und die Menschen brauchen auch Erholung und sie brauchen im Prinzip eine Möglichkeit, ortsnah diese Erholung auch zu finden. Und das bietet unser Heidewald hier hervorragend an. Nie war er wertvoller als heute, würde ich jetzt fast sagen. Das Heidegebiet insgesamt, die Magerrasenwiesen und auch die Robinien dort sind ja angelegt worden, weil man hier einen Sandboden gehabt hat und der musste irgendwo, um zu verhindern, dass sich der ganze Sandboden wie eine Düne abträgt, verfestigt werden. Da hat man dieses Experiment mit den Robinien damals vor über 100 Jahren begonnen. Also wir haben hier kein großes Waldsterben wie im Kiefernwald oder im Tannenwald. Gerade die Robinie ist hier sehr resistent und was halt herrlich ist, und es kommt ja jetzt, ist dann natürlich auch diese Blütenzeit, die Robinienblüte oder die, wie man in der Pfalz sagt, die Akazienblüte, die falsche Akazie sozusagen. Es ist ja eine sehr offene Landschaft. Sagen wir, diese Artenvielfalt, die dort ist und auch diese Waldränder und diese Magerrasenwiesen und die Vögel und das ganze Umfeld, auch die Schafe, die dort noch zu sehen sind, was ja eher in unseren Regionen untypisch ist, so eine Schafsbeweidung, das ist eigentlich alles schön. Und zwar ist es eine sogenannte Zwillingskiefer, die wurde von Menschenhand irgendwann mal so zusammengeführt. Das sind zwei für sich autarke Kieferbäume gewesen und die hat dann, und das ist der Zufall für mich jetzt, dieser gute Mensch da, das war mein Urgroßvater, zusammengepfropft, so wie man auch Obstbäume zusammenbaut, und siehe da, dieser Baum hat dann mehrere Jahre als Naturwunder bei uns im Wald gestanden und hat sich entwickelt, ist groß geworden. Leider hat er dann auch Schaden genommen an der Umwelt und musste aus Sicherheitsgründen dann irgendwann mal gefällt werden. Aber man hat dieses elementare Stück, und es ist hier sehr interessant, sehr schön. Das kann man, glaube ich, auch im Film nicht so erkennen. Also diese verschiedenen Farben auch von den beiden Bäumen. Man sieht hier sehr schön, wie die Natur hier, was Besonderes, was Neues entwickelt hat und wie es auch heute noch dasteht. Mir ist schon bewusst, was für eine riesige Arbeit so eine Bienenkönigin da hat, ihren Bienenstock da in Ordnung zu halten, und das ist schon faszinierend. Oder auch, ich habe es vorhin angesprochen, die Schafe, die ja auch eine Hierarchie haben, die sich ja auch untereinander verständigen und zusammenrufen. Natürlich gibt es auch sogenannte große Schlüsselbäume, die da bestimmt auch ihren Dunstkreis oder ihr Wasserreservoir dann mithelfen zu verteilen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein für die Natur, für die Umwelt und insbesondere natürlich auch für unsere Vogelwelt, die ist schon
lange Jahre da. Für jeden, der jetzt Maxdorf noch nicht kennt, kommen Sie gerne mal vorbei, essen Sie hier ein Eis und genießen Sie die schöne Natur.